Ursula von der Leyen hat es ein zweites Mal geschafft. Sie bleibt weitere 5 Jahre Präsidentin der mächtigen EU-Kommission. Im Europäischen Parlament stimmt die Mehrheit der Abgeordneten für die 65 Jahre alte CDU-Politikerin und bestätigt damit offiziell ihre Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten. Von der Leyen bekommt diesmal rund 56% der möglichen Stimmen und damit deutlich mehr als vor 5 Jahren. Damals hatten lediglich 51% der stimmberechtigten Abgeordneten für sie votiert. Sie erhielt nun 401 der möglichen 719 Stimmen. Sie brauchte mindestens 360 Stimmen.